Und da sind wir auch wieder zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Oh, mein Name ist The Life of Zelda, ist The Life. Und ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil der Vogel, um den es jetzt geht, ist nämlich schon da. Und ich muss das... schnell machen. Ich hoffe, er hat es genommen. Beziehungsweise ich hoffe, das Bild ist jetzt generell richtig. Dann habe ich jetzt ehrlich gesagt richtig scheiße, wenn ich das nochmal machen müsste. Ich habe mich nämlich extra so beeilt, dass das... dass der Vogel endlich kommt und dann endlich diesen Brief abwirft. Ich hoffe es jetzt mal. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Liebe muss wohl blind und taub wachen. Sonst hätte er doch schon längst mitbekommen, wie vergeblich seine Bemühen ist. Sein Bemühen ist. Da werden Erinnerungen an meine eigene Jugend wach, als ich... Aber lassen wir das. Die erste Aufgabe hast du jedenfalls aber bestanden. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Es wird sich noch als nützlich erweisen. Gut, kommen wir nun zur zweiten Aufgabe. Finde mit den größten Feigling der Stadt. Ich werde dann dafür sorgen, dass er das Verbot fasst. Deine Aufgabe ist es nun, diesen Hasenfuß im Moment des Erschreckens abzulichten. Wenn du diese Aufgabe auch bewältigen wirst. Auch das ist kein Problem, weil ich weiß nämlich ganz genau, wo der sich aufhält. Und das Schöne an der Sache ist, er ist sogar nicht mal so weit entfernt. Um genau zu sein, müssen wir nämlich dort drüben hin. Und um noch genauer zu sein... Moment, ich muss mal eben kurz die Treppe hier hoch. Entschuldigung. Der Kerl da vorne ist im Prinzip der, den wir brauchen. Scheiße. Hoppala. Weißt du was, wir machen das jetzt ganz anders. So. Bisschen anders hinstellen, damit das auch gleich klappt. Das dürfte, glaube ich, gehen. Denn nicht ist es kein Problem, ich kann das ja immer wieder neu machen. Von daher darf ich wirklich, dass das eigentlich keine Probleme wird. Aber ich denke mal, das dürfte vom Ding hier passen. Knopf. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Zweifelsohne, das muss der größte Feigling der Stadt sein. Auf diese Aufgabe hast du bravourös bestanden. Wirklich einfach nur köstlich, dieses Lichtbild. Auch die zweite Aufgabe hat dich vor keine größeren Probleme gestellt. Gratuliere. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Ja, du mich auch. Also dann, endlich ist es soweit. Die dritte und letzte Aufgabe wartet darauf, von dir gemeistert zu werden. In dieser Stadt gibt es einen Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind. Aber aus irgendwelchen Gründen sind beide leider zu schüchtern, sich endlich mal anzusprechen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen, verstohlenen Blick zu, wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Diese Stadt und ihre Bürger liegen mir sehr am Herzen und deshalb habe ich beschlossen, in diesem Fall ein wenig den Amor zu spielen. Meine Aufgabe ist es nun, den Moment auf Lichtbild zu wandeln, in dem ihre Gefühle füreinander offensichtlich sind.
Und wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Hohoho, halt Aussichten, nicht wahr? Also streng dich an, Freund. Auch das ist kein Problem. Beziehungsweise, nein, ich sollte es mal eher so sagen. Ein Problem ist es in Anführungsstrichen schon, weil... Bis der Kerl kommt... Kurz gucken, wo ist der Vogel, wenn man ihn mal braucht. Muss mal ganz kurz eben gucken, Sekunde. Ah ja, da hinten ist er, alles klar. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ich werde jetzt hier mal einen kurzen Cut setzen. Das mache ich eigentlich im Normalfall nicht wirklich, aber... In dem Falle mache ich das jetzt mal als Ausnahme, weil das würde sonst ein bisschen zu lange dauern, bis der da ankommt, wo wir hin müssen. Beziehungsweise wo die aufeinandertreffen. Von daher mache ich hier kurz einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich habe jetzt quasi ich sag jetzt mal einen Vorsichtsname oder vorsichtshalber ein Safe State eben gesetzt, aber auch nur wegen ihm, weil ich das nicht wusste jetzt, ob das klappt. Aber das hat geklappt, glücklicherweise. Ich hoffe nur, dass der das jetzt akzeptiert. Ansonsten muss ich nochmal kurz cutten und mich nochmal drum kümmern. Aber ich denke mal, das dürfte gehen. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Diese beiden waren das also. Ihre Blicke waren wohl so verstohlen, dass selbst ich nichts davon mitbekommen habe. Und dabei lebe ich ja auch schon so manchen Lenz. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Ja, du mich auch. Bravo, hast damit alle Aufgaben gemeistert, die ich dir gestellt habe. Von nun an darfst du dich also als meinen Assistenten betrachten. Zur Belohnung will ich dir doch dies geben. Die Dame nebenan meinte jedenfalls, solche seien sehr kostbar. Oh, das hält mir gerade was ein. Das hätte ich gleich auch nochmal eben erledigen, aber da kommen wir gleich zu. Von nun sind unsere Seelen für immer verbunden, egal ob Regen oder Sturm. Lass uns gemeinsam den ehrbaren Weg der Fotografie gehen. Auf dass uns die Motive nie ausgehen mögen. Hohohoho. So, jetzt kommen wir noch zu etwas Bonushaftigen. Ich glaube, es müsste sogar gehen. Ja. Ist das etwa... Unglaublich, diese Reinheit, diese Leuchtkraft, was für ein fantastisches Licht. Was sagt, sie seien ausgestorben, aber du bringst mir ein Tannenglühwürmchen. Die Tannenglühwürmchen sollen seit Urzeiten über ein mystisches Licht verfügen, so heißt es. Ich werde es in deine Fotobox einsetzen, T-Life. Zu diesem Zweck wirst du sie mir allerdings kurz borgen müssen. Ich denke, das wäre so ziemlich alles. Deine Fotobox stellt jetzt die Deluxe-Version dar. Durch die Einspeisung einer mysteriösen Lichtquelle kannst du nun Farblichtbilder machen. Ja, rufe sie, bla bla bla. Viel Spaß mit der Farbe. So, jetzt bist du in der Lage, herrliche Farblichtbilder anstatt der bisherigen Schwarz-Weiß-Lichtbilder zu machen, T-Life. All die Jahre der Forschung. Dafür war die Antwort eigentlich so einfach. Und nun geh hinaus in die weite Welt und fotografiere alles, was dir vor den Sucher kommt. Und nicht vergessen, denk dabei an mich, mein Assistent und Freund. Aus dem Grund habe ich das nämlich gemacht, weil aus dem Grund brauchte ich nämlich auch immer eine, dieses Tannenglühwürmchen. Damit ich nämlich halt die Möglichkeit besitze, auch Farblichtbilder zu machen. Nur ich musste das immer halt so lange aufsparen. Und, ja, am Anfang sah es halt nicht möglich, weil
entweder die Piraten halt das Problem waren oder generell alles nicht so klappen wollte, wie ich es gerne hätte. So, das Gute an dieser Sache ist jetzt aber folgendes. Ich kann jetzt sogar noch eine zusätzliche Aufgabe machen. War der falsche? Den wollte ich kurz einlegen. So. Ihr erinnert euch ja doch, als es ja hieß, sozusagen, es würden ja Gegenstände gestohlen werden. Und, was ich jetzt mache, das ist etwas sehr Gutes eigentlich. Gib mir das Geld. Schleich dich! Gut, ich hau ja schon ab. So. Der Kleinen muss man nämlich jetzt folgen. Was, der kommt mir jetzt gerade ungelegen, ey. Aber egal. Esther! Ach, Kacke! Scheiße! Ich war zu dicht! Ach, fuck! Ach! Dann muss ich das gleich nochmal machen. Ja, gut, ich habe zwei Briefe für die Live. Hier ist der erste Brief. Dieser Brief gegen Verdacht habe. 201 Rubine?! Ich glaube, das ist Ariel. T-Life, geht es dir gut? Ich schreibe dir diesen Brief vom Piratenschiff aus. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber eigentlich sind alle sehr nett. Gonzo sieht so groß und stark aus, aber weil Tetra nicht da ist, weint er die ganze Zeit. Naso wirkt ein bisschen eingebildet, ist aber auch sehr nett und freundlich. Seneca sieht mit seinem Wahn zum Fürchten aus, aber er erzählt lauter lustige Geschichten. Zuko ist aber leider nicht so nett. Mokko ist sehr ruhig und brav, aber wenn man ihm seine Brille wegnehmen will, regt er sich immer furchtbar auf. Mit Nico spiele ich sehr oft, aber trotzdem fühle ich mich etwas einsam, weil du nicht da bist. Ich helfe ein bisschen an Bord mit und deswegen bekomme ich auch etwas Taschengeld. Ich habe es dir beigelegt, hoffentlich nützt es dir. Mein Fernrohr kannst du noch für eine Weile behalten. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen, also lass du dich auch nicht unterkriegen. Ariel. Oh, nice. 20 Rubine. Das mache ich eigentlich ungerne. Aber naja. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Einkauf. Ich habe dir die Basiskarte beigelegt. Auf ihr sind die Orte eingezeichnet, an denen du die Triforce-Karten findest. Wahnsinn, oder? Also mach dich daran, all die schönen Karten zu finden, damit ich mir meinen Kopf über sie zerbrechen kann. Eines bitte ich aber noch, zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort der letzten Karte wusste ich nicht. Sie scheint nämlich umherzuwandern, sobald es Nacht wird. Bitte nicht böse sein. Tingle. Du hast die Wahnsinnskarte gefunden. Sie zeigt dir, wo du die Triforce-Karten finden kannst. Das ist der blanke Wahnsinn. Sieh sie mit Hilfe von bla 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 nach und mach dich schnell schlau. Ja. Das ist in dem Sinne sogar sehr gut eigentlich. Aber das mit dem Mädchen, das mache ich auf jeden Fall nochmal, weil das war jetzt ein bisschen blöd gerade. Ach. So, nochmal zurück zur Nachtmusik. So.
Das Geld nehme ich noch mit. Ach so, ich muss sie jetzt ansprechen, dann erst geht das. Ja, alles klar. Oh ja, mach du dich auf den Weg. Ich werde dir schön folgen, Mädel. Auf jeden Fall jetzt im Auge behalten. Okay. Hauptsache, das hört sie nicht, ist klar. Da ich... Wie ist er? Was? Wieso haut die denn? Hä? Oder hätte ich's? Und da sieht man's mal wieder. Muss mal irgendwas rausfinden. Ich glaube, ich konnte das sogar nochmal machen, wenn ich Folgendes mache. Nehme ich hier wieder raus. Ich glaube, dann müsste sie ja da sein. Da habe ich nämlich jetzt gerade auch nicht dran gedacht. Das hätte ich eigentlich vorher. Ja, sie ist wieder da. Genau, sie respawnt nämlich dann auch wieder. Alles klar. Versuch Nummer 3. Hab dich! Himmel! Bin ich erschrocken! Was soll das? Beinahe wäre mir das Herz stehen geblieben! Warum tust du sowas? Siehst aus, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber stellst dann schauen nur seiner Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Es war nur eine Gelegenheitstat. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Glaub es oder glaub es nicht. Ich war früher das vornehmste Mädchen der Stadt. Eines Tages aber wurde ich von diesem riesigen Vogelungetüm in die verwunschene Bastion und diesen schrecklichen Ort verschleppt. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verwendet. Ja. Er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von früh bis spät an diesem Stand hier. Aber wieder reich werde ich davon auch nicht. Du siehst ja, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und was sagst du zu meiner Tragödie? Zum Kampf und lassen alleine. Und dann ist auch noch Dolores, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie der das angestellt hat. Da
kann man es mir doch nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten herausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Lässt du mich also laufen? Warum denn nicht? Ich hätte jetzt auch sagen können, weil ich süß bin, weil sie süß ist, aber das wäre dumm gewesen. Ja, du hast ja recht. Ich sage selber, dass alles, was ich sage, nichts weiter als Vernunftreiterei ist. Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Auf heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Mit dir habe ich gerade noch mal die Kurve gekriegt und bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich so das nie wieder tun. Ich fühle mich irgendwie wirklich erleichtert, weil ich mit dir über alles reden konnte und mir jetzt eine Last von meinen Schultern genommen ist. Zum Dank will ich dir ein kleines Geschenk machen. Nice, damit haben wir die dritte Flasche. Sweet. Nun schau doch bitte nicht zu zweifelnd. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand gefunden, wo sie wohl angespült wurde. Das ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht auch? Ich wünsche, dass mein Herz auch einmal so wird. Ha, was rede ich denn da eigentlich? Kaum lebt man in Armut, schon trischt man ungeniert die ausgelutschten Phrasen. Ich sollte mich schämen. Aber wenn ich nicht bald heimgehe, dann macht sich mein Vater noch Sorgen. Mein kleiner Streiter für die Gerechtigkeit. Es müssen mehr Leute wie dich geben. Danke. Danke für alles heute Nacht. So, aber wenigstens ist jetzt meine Aufgabe auch erfüllt. Warte. Nein. Eben wollte ich. Hallo? Das wäre damit auch abgehakt. Mir ging es nämlich nur darum, dass ich dafür sorge, dass sie nicht mehr klaut. Ich weiß aber jetzt nicht, ob... Genau, wusste ich gar nicht, aber ich kann mal gucken. Ja, alles klar, das ist. Also dann ist es dann also noch nicht... sozusagen abgehakt. Ich frage mich immer noch, wie das geht. So, dann gibt es hier noch eine Sache, die ich machen könnte. Ich müsste aber dafür kurz mal wissen. Der Mond gerade jetzt steht. Warum ich das jetzt allerdings sage, das werdet ihr dann noch sehen. Wenn ich den jetzt mal gefunden habe. Okay. Die Aufgabe machen wir jetzt noch, das ist eine Kleinigkeit eigentlich. Vielleicht müssen jetzt gerade die Tages- und Nachtmusik jetzt öfter spielen, ich weiß es jetzt nicht. Muss ich gleich sehen. Sollte das der Fall sein? Muss ich das dann halt kurz eben machen? Oder auch nicht? Es ist zu... So. Aber hallo. Das jetzt gemacht habt, das hättet ihr gleich noch sehen. Ich glaube, entweder ist er jetzt nicht da oder ich habe das Glück,
Ja, dann muss ich das eben kurz am Tage machen. Aufgabe, die ich machen kann. Du nervst, Kleiner. Mich versteht ohnehin keiner. Also lass mich in Ruhe. Was willst du eigentlich von mir? Ich werde da erzählen, du würdest mich verstehen? Scheiße. Das wollen wir doch erstmal sehen. Zeig mir das gelbste und rundeste Ding, das du finden kannst. Wenn es mit dem übereinstimmt, was ich meine, hast du gewonnen. Wenn du mich wirklich so gut verstehst, wie du behauptest, dann sollte dieses kleine Rätsel ja wohl keine Herausforderung für dich sein, oder? Also mach schnell. Na, wer sagt's denn? Richtig, Mann. Genau das wollte ich sehen. Das gelbste und rundeste ist natürlich der Vollmond. Und du bist tatsächlich drauf gekommen. Ich mag ja ein wenig verschroben sein, aber den Mond zu betrachten hat es mir wirklich irgendwie angetan. Und die absolute Krönung ist natürlich der Vollmond. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände bereitet habe. Danke. Hier, für dich. Ohne ein kleines Dankeschön kann ich dich unmöglich gehen lassen. Genau aus dem Grund habe ich das nämlich gemacht, weil er ist nämlich derjenige. Und, ja. Es ist halt praktisch in dem Sinne. Angeblich soll auf dieser Karte der Fundort eines Schatzes eingezeichnet sein. Aber ich habe kein Boot und somit auch keinerlei Verbindung dafür. Ich werde aber heute Nacht dafür beten, dass du den Schatz findest, mein Freund. So, und damit haben wir auch dieses Rätsel geknackt. Ich gebe zu, der Part ist vielleicht sogar ein bisschen länger geworden, das gebe ich zu. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt habe ich hier auch soweit alles, oder? Als armer Mensch hat man es schon schwer. Denkst du das nicht auch, wenn du mich in solchen Lumpen siehst? Aber so ist das Leben nun mal. Jetzt mag es mir zwar hart vorkommen, aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Meine Tochter Felicitas, die lange Zeit verschollen war, ist jetzt endlich wieder bei mir. Das alleine ist mir Glück genug. Sie arbeitet sogar an dem Stand am Markt und unterstützt uns somit finanziell. Die Welt meint es also doch noch ein klein wenig gut mit uns. Allerdings macht es mich stutzig, dass sie immer irgendwohin verschwindet, wenn es Nacht wird. Gab es denn einen Laden hier in der Stadt, in dem man auch nachts arbeiten kann? Warum siehst du mich so an, als wolltest du mich rügen? Willst du mir vielleicht sagen, ich sollte mir auch Arbeit suchen? Autsch, aua. Also was soll ich sagen? Meine Hüfte spielt in letzter Zeit nicht mehr so recht mit. Ach, so wäre ich doch nur 20 Jahre jünger. Ist klar. Freundchen. Gut. Das hätten wir damit auch abgehakt. Jetzt speichern wir noch eben schnell ab. Und beim nächsten Mal machen wir dann im Portemonnaie weiter. Beziehungsweise ich gucke dann nochmal, ob es da noch irgendwas gibt, was man machen kann. Ich glaube aber so gut wie nicht. Bis auf eine Sache würde mir noch einfallen. Aber darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und kann daraufhin noch sagen, bis dahin. Ciao, ciao.